Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus unserem kleinen Tal beim See, bei meinem Haus, wo meine Frau drin ist und fegt. Ich habe gestern geheiratet. Ist es nicht wunderschön? Wir haben heute einiges vor. Da hinten die Felder müssen bestellt werden. Der Kohl muss rein. Heute ist der letzte Tag im Frühling. Und wir haben nur noch einen einzigen Kohl. Wir haben einen einzigen Kohl. Das ist nicht viel. Und Roberta ist hier am Fegen. Wir können ja mal gucken. Die ist jetzt ja Mitglied unserer Dorfgemeinschaft. Roberta. Aber die ist arbeitslos. Roberta ist arbeitslos. Arbeitsplatz zuweisen. Die soll doch in die Jagdhütte. Die soll doch eigentlich in die Jagdhütte. Und zwar hier auf den leeren Slot. So. Jäger. Ah, jetzt ist sie Jäger. Und unsere andere Tante hier, die Dobrovia. Dobrovoja. Dobrovoja. Oh, guck mal. Die ist schwanger. Meine Frau ist schwanger. Ach, wie schön. Das ist ja schön. Naja, gut. Die ist Landwirtin, aber ich glaube, die hat gar nichts mehr zu tun. Ich glaube, die hat gar nichts mehr zu tun. Wenn wir nicht hier bei Verwaltung jetzt unter Gebäude gucken und gehen auf Landwirtschaft und auf die Scheune. Doch, die hat Hacken sind da, Säcke sind da und Sicheln sind auch da anscheinend. Die Haltbarkeit ist zumindest gegeben. Aber guck mal, die hat keine Arbeit. Arbeitslos. Die macht nämlich momentan gar nichts. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Die soll doch anpflanzen. Die soll doch anpflanzen. Kann sie aber nicht, weil sie keinen Dünger hat. Weil sie keinen Dünger hat. Das heißt, wir müssen Dünger kaufen. Und hier, das ist noch nicht genug vermodert. Und wir haben, glaube ich, keinen Dünger mehr da. Wir haben keinen Dünger mehr da. Ich guck mal durch. Kohlsamen haben wir. Wir haben Kohlsamen. 16 Stück. Da können wir auch noch ein paar mehr gebrauchen. Karottensamen haben wir einen. Sehr gut. Und den Kohl, da steht ja hier, kann man im Frühjahr und im Sommer kann er gepflanzt werden. Dann sollten wir jetzt den Frühjahrskohl, den Roggen, haben wir ganz schön viel da. Eigentlich könntest du doch den Roggen dreschen, normalerweise. Aber wahrscheinlich, weil ich sie nicht als Scheunenknecht angestellt habe. Roggen. Das kannst du aber auch nochmal machen. Da kriegen wir nämlich Stroh und Roggenkorn raus. Und haben wir denn noch, warte mal, zack. Nee, was ist denn das? Das? Nee, Becher, ne? Das müsste hier sein. Holzschalen. Haben wir Becher eigentlich schon? Haben die schon Becher hergestellt? Nö. Sieht nicht so aus. Doch, warte mal, da müssen irgendwo Becher sein. Ja, mehr. Hier Holzbecher, 16 Stück. Die nehmen wir mit, komplett, und verkaufen die. Die Holzschalen nicht, ne? Und ich glaube, ihr hattet gesagt, der Eimer. Wir haben auch Eimer hier irgendwo, ne? Und das hatte ich in der letzten Folge gemacht. Okay, alles klar. Man kommt da leicht durcheinander. Steinmesser haben wir noch 6 Stück. Und Äxte ist ja ganz oben. Lup. Äxte. Wir haben keine Äxte mehr, ne? Holzschaufeln, das ist alles da, aber Äxte haben wir keine mehr. Das ist jetzt ein bisschen, warte, wir haben 15 Steine, die nehme ich mal. Und Stöcker haben wir 26, die nehme ich mal. Dann werde ich, doch, da sind noch Steinäxte, 5 Stück. Egal, machen wir trotzdem nochmal, oder? Damit die, weil wir brauchen wahrscheinlich mehr Steinmesser als Äxte. Ganz kurz, Quatsch, da muss ich hin. Ich mache noch mal hier, ich mache noch mal Messer, ein paar. Jetzt habe ich wieder eins gemacht. Das alte Problem bei mir, ne? Immer erstmal eins machen zum Testen. So, jetzt machen wir noch mal, keine Ahnung, 3. Und jetzt kann ich wahrscheinlich keine Äxte mehr machen, weil ich nicht genug Stöcker oder Steine habe. Ja, das kann sein. Naja, dann machen wir beim nächsten Mal dann wieder Äxte. Wir haben ja genug Holz. Ist ja mal nicht so, ne? So, okay. Jetzt kommt das alles in die Truhe. Das ist jetzt ganz wichtig. Die Fackel kann hier rein. Das Säckchen nicht. Die Holzbecher nehmen wir ja mit, hatte ich gesagt. Die Bierflasche kann hier auch mal rein. Aber ich glaube, die Bierflasche gehört hier gar nicht rein. Die gehört, glaube ich, ins... Doch, Materiallager. Gut, alles klar.
Die Steine kommen hier wieder rein, komplett. Und auch die Stöcker kommen hier wieder rein, komplett. So, der Strohhut kann da rein. Ich brauche keine zwei Strohhüte, können die sich aufsetzen. Den Rest, hier die Steinmesser, kommen da rein. Und was haben wir noch an Äxten? Haben wir jetzt nur unsere einfache, ne? Okay. Die Schaufel brauchen sie nicht. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, dann, das muss noch ein bisschen gammeln. Wir gehen in den Ort, verkaufen die Becher und kaufen uns Dung. Wir brauchen trotzdem nochmal Dung. Dann machen wir Dünger raus. Und dann kann die Tante nämlich da Kohl anpflanzen. Das heißt, und Kohlsamen. Dung und Kohlsamen. Merkt euch das mal. Also bis da hinten werde ich es mir wohl gerade so merken können. Wir müssten eigentlich noch Steine sammeln. Weil Steine kriegen wir nicht. Steine, wir haben noch keinen Grabungsschuppen. Deshalb nehme ich mir gleich mal ein paar Steine mit hier. Das kann nicht schaden. Breitwegerecht kann auch nicht schaden. Stein. Ich habe hier allerdings auch schon ziemlich viele Steine weggesammelt, ne? Gerade von hier unten. Ja. Wir müssen uns ja aber auch eh noch, auf jeden Fall, müssen wir uns noch, Moment, da ist noch ein Stein. Wir brauchen erst einen Grabungsschuppen. Das ist das große Problem. Das ist das große Problem tatsächlich. Oh, guck mal, hier liegt auch noch einer. Wenn er so bereit will ich am Wegesrand liegt, Landrandwand liegt, dann nehmen wir ihn auch mit. Ist doch egal. Wir haben ja Zeit. Ein bisschen Zeit haben wir. So ein Tag hat ja immer ein paar Stunden. Allerdings müssen wir heute auch noch unserer Fachkraft sagen, dass sie aussehen soll, ne? Hier, wer ist hier eigentlich Chef? Hier oben, die hat doch. Ne, du bist kein Chef. Hier du oben, du hast doch Dung, ne? Ich kenne dich doch. Du hast doch hier Kühe, du hast doch bestimmt auch schön. Hello there. Ja, zeig mir mal deine Best goods Waren. in the valley. Ah, ich hätte gern Dung. 60 Stück. Oh, Preis ist 3 pro Dung. Oh wei. 100, ja, okay, 180. Das geht manchmal nicht, ne? Der will uns den Dung. Ich hatte das neulich jetzt schon mal. Er will uns den Dung nicht verkaufen. Doch jetzt. Man muss da ganz oft drauf tippen. Das hatte ich schon ein paar Mal. 180, okay, alles klar. Hier, und dann kannst du Holzbecher kaufen. Ich bin nämlich der Holzbecher-Baron. Und dafür kriegen wir gerade mal 32, okay. Hat er uns da weniger für gegeben? Kannst du die nicht so gut gebrauchen? Wahrscheinlich, ne? Ja, leb wohl. Leb wohl. Auf Nimmerwiedersehen. Und jetzt gehen wir nochmal gucken, wo der Kerl mit dem Kohl ist. Der Kohlmann. Du warst nicht der Kohlmann. Da ist er, glaube ich, am Dreschen. Lamberta. Hier. How can I help? Edwin, zeig mir mal deine Waren. Ich brauche noch mal ein Only the paar best products here. Kohlsamen. Flachs. Flachs, Hafer. Oh, wir müssen das alles mal anpflanzen, ey. Karottensamen. Kohlsamen. Und zwar. Hier, es geht wieder nicht. Kohlsamen. Kaufen. F. Ah, okay. Ja, würde ich komplett nehmen. Da sind wir ziemlich pleite, ne? Wir haben unser ganzes Geld in Kohl investiert. Leb wohl. Danke für den Kohl. Wir haben kein Geld mehr. Wir sind pleite, Freunde. Das heißt, wir brauchen ja gar nicht mehr groß rumnudeln. Oh wei. Oh wei, wenn das meine Frau, wenn die in mein Portemonnaie guckt, ne? Wenn die in mein Portemonnaie guckt und sieht, dass ich nichts mehr besitze. Ein Besitzloser als Ehemann. Na super. Ich nehme noch ein paar Steine mit auf den Weg und gehe mich mal kurz waschen, damit ich wenigstens sauber bin. Und sagt die wieder, du bist doch nicht ganz sauber, das ganze Geld. Naja, kennt er ja, ne? Der erste Ehestreit ist schon mal vorprogrammiert. Ich werde jetzt heute Abend mal so sagen. Du, wir sind übrigens pleite. Ach, Mann. Das gibt Ärger. Das gibt mit Sicherheit Ärger. Aber hey, ich habe Kohlsamen dafür gekauft. Wir haben noch 16 und dann können wir das ganze hintere Feld mit Kohl machen. Und aus dem Dung können wir schön Dünger machen. Dung und Dünger. Oh Gott, ich bin total. Ich gehe am besten gar nicht erst nach Hause. Ich gehe am besten gar nicht erst nach Hause. Ich gehe gleich aufs Feld. Ich gehe gleich aufs Feld und mache Dünger. Und Steine muss ich mitnehmen. Das soll unser heutiger Auftrag. Steine sammeln.
Stöcker kriegen wir ja von dem Holzschuppen. Der macht ja Stöcker. Unsere Frau macht jetzt auch Fleisch. Was bedeutet, wir brauchen unbedingt eine Küche. Und dann verkaufen wir, wenn es hart auf hart kommt, verkaufen wir erstmal Fleisch in der Stadt. Also, ne, in... Ihr wisst schon. Okay, völlig abgehetzt komme ich hier an. Dann würde ich nämlich jetzt erstmal Dünger machen. Und zwar 30 Stück. 30 Dünger. Okay, damit kommen wir erstmal ein bisschen hin. Ist immer noch zu wenig, ne? Wir können nur hoffen, dass in der nächsten Jahreszeit das Fleisch vergammelt ist und wir dann da auch Dünger rausmachen können. Oh wei, oh wei, oh wei. So, ich kann das ja auch hier in die Kiste packen, oder? Ich müsste das auch hier in die Kiste packen können. So. Ich das hier reinpacke. 30 Dünger. Bestätigen und 30 Kohlsamen. 32. Okay. So, und jetzt können wir ja sagen, zum Beispiel. Wir haben ja hier die Verwaltung. Ich gehe mal in die Verwaltung. Die Gebäudeverwaltung. Die Scheune. Die Scheune. Und da haben wir, warte mal, was haben wir hier? Die Ländereien. Zum Beispiel Feld 3, das ist ja neu, ne? Feld 3, da gehe ich jetzt mal drauf. Wenn wir jetzt hier auf den Reiter gehen, können wir jetzt zuweisen. Und zwar sollen auf das Feld komplett Kohl drauf. Kann ich das irgendwie ziehen hier? Ach so, Kohl auswählen. Jetzt kann ich das ziehen. Da soll komplett Kohl drauf. Zack. Na? So ist es so richtig. Bestätigen. Also auf Feld 3, ich zeige euch das kurz, das hier hinten, das neue Feld. Das soll ein komplettes Kohlfeld werden. Das ist aber größer als wir das, oh, warte mal, wir haben auch Fähigkeiten neue. Und zwar im Bereich Überleben. Überleben. Starke Leber ist Quatsch. Überlebenskenntnisse. 5% mehr Erfahrung bei Überlebensqualitäten. Athlet. Athlet wäre nicht schlecht. Aber ich mache erstmal Überlebenskenntnisse, damit ich einfach mehr Level kriege und dann hier schneller ansteige. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Okay, Verwaltung. Da hatten wir ja gesagt, die Scheune. Die Scheune, so. Die hat ja alles da, was sie braucht. Sage ich jetzt mal, die Landwirtin. 15% Stimmung hat die jetzt übrigens schon, dadurch, dass sie jetzt einen Auftrag hat, ne? Das müssen wir alles selber machen. Dung brauchen wir nicht, Turmbewurf brauchen wir auch nicht. Jetzt müsste die Tante eigentlich hier rüberkommen. Wo ist sie überhaupt? Wo ist sie überhaupt? Müsst ihr den Kohl ansehen. Wenn nicht, würde ich ihr da auch noch helfen, ne? Wenn nicht, würde ich ihr auch noch helfen. Die ist nämlich nicht da. Wo stecken die? Da kommt sie. Da kommt sie. Ja, guten Morgen. Ich hatte ein paar Besorgungen zu machen. Ne? Ich hatte ein paar Besorgungen zu machen. Aber du gehst schon mit einem Säckchen, das habe ich gesehen, gehst schon aufs Feld. Das ist gut. Die geht schon mal aufs Feld. Hier ist ja auch alles noch ganz schön wild, ne? Der Acker hier, der liegt erstmal brach. Da machen wir erstmal gar nichts. Wir müssten noch ein Haus bauen, damit wir dann noch eine Küche bauen können. Genau, das ist erstmal der Plan. Wir gucken ab und zu mal rüber, ob die drüben auf dem Feld auch mal locht. Und die geht auch über die Brücke. Ich hatte erst so ein bisschen die Bedenken... Ah, Moment, falsches Gebäude. Ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, dass unsere Landwirtschaftskraft hier nicht direkt rüber geht, sondern dass die übers Wasser geht, ne? Also, dass sie direkt rüber geht, sozusagen. So, was wollen wir jetzt machen? Kohlsamen sind hier auch noch. Die kann sich auch nehmen. Dünger haben wir hier nicht. Dünger. Ich hatte den komplett rübergepackt, oder? Dann packe ich den jetzt hier rein. So. 29 Dünger. Damit, ich habe wieder nur einen rübergepackt, ne? Ich habe wieder nur einen rübergepackt. Die 19 Steine packen wir hier rein. So. Und jetzt nehmen wir uns nämlich bei Baumaterial, nehmen wir uns jetzt Bretter. Haben wir jetzt schon 15 Stück, das ist ganz gut. Nehmen wir uns Holzstämme. Und zwar erstmal nur hier 16 Stück. Oh, gut, wir können mehr tragen, das ist sehr gut. Und dann würde ich sagen, bauen wir nämlich hier gleich noch ein Haus hin.
Ist sie schon auf dem Acker? Ist sie schon? Ja, guck mal, die geht da. Seht ihr sie? Man kann sie gerade so erkennen. Ist ein bisschen undeutlich. Jetzt da, wo mein Punkt ist. Da geht sie. Die geht auf den Acker. Sehr gut. Da wird sie jetzt erstmal düngen. Und dann wird sie... Genau, das wird sie tun. ich würde ja sagen, wir machen hier Zweige. Na, die müssen weg. Wir machen hier schon das nächste Haus hin. Wollen wir das mit ein bisschen Abstand machen? Mit ein bisschen Abstand. Weil hier soll ja der Platz sein, der Marktplatz, ne? Okay, passt auch, Freunde. Ah, Quatsch. Kuh. So, Gebäude. Häuser. Kleines Haus. Einfaches kleines Haus. Einfach nur ein kleines Haus. So. Ich würde das hier hinsetzen. Hier. Oder? Ja, hier sind die Baumstuken im Weg. Also die sollen ja hier schon ein bisschen enger stehen, die Häuser auch. Das ist ja auch richtig. Ist ja auch richtig. Also hier das nächste Haus hin. Ja, ne? Guck mal, das sieht doch gut aus. Dann kann hier der Dorfplatz hin. Wunderbar. Das nächste Häuschen. Jetzt brauchen wir den Hammer. Ich brauche den Hammer. Den Hammer haben wir auf. Haben wir gar nicht. Haben wir gar keinen Hammer da? Werkzeuge? Ah, ich habe gar keinen Hammer da. Na, sowas. Was eigentlich mit den anderen? Arbeiten die auch alle? Ist meine Frau jetzt eigentlich auch am Arbeiten? Hier, die Stuken müssen wir sowieso alle wegmachen, ne? Die Stuken müssen alle weg. Was waren da? Zweige. Naja, gut. Kann ich schon. Hier, die sind alle am Malochen. Der Holzfäller macht wahrscheinlich gerade Bretter. Und du, Lottomir? Und ihr habt nichts zu tun, oder was? Warum? Klar, doch, die arbeiten. Das sieht nur so aus. Bei den Jägern denkt man immer, die arbeiten gar nicht. Aber die arbeiten eigentlich straff, ne? Also alles ist in Ordnung bei uns im Ort. So, Freunde. Wir bauen jetzt. Wir brauchen Hammer, hatten wir gesagt. Hammer können wir uns auch bauen. Ne, können wir nicht. Dafür haben wir nämlich zu wenig Stöcker. Na, das ist ja nicht das Problem. Die liegen ja hier überall rum. Muss ich so mal für Ordnung sorgen. Das sieht ja aus wie bei Hempels und dann unterm Gemüsebeet. Ich glaube aber, dass hier die solche Sachen, wie hier die ganzen Zweige und sowas, dass die sowieso immer wieder kommen. Das heißt, man kann sich ja ruhig Mühe machen. Kann ja alles wegsammeln. Irgendwie kommen die immer wieder. Oh, noch ein Stein. Oh, hier liegen ganz viele Steine. Sehr gut. Wir bauen kein Steinhaus, ne? Wir bauen wieder eins, ich würde sagen, aus Stämmen. Wir bauen wieder eins aus Stämmen. Das ist jetzt momentan ja unser Hammer da. Wir bauen eins aus Stämmen. Das ist besser. Jetzt muss ich wieder ins Inventar gehen. Dann wähle ich hier den Hammer aus und packe den mir auf die 2. Der hat doch einen Hammer. So, und da ist er. Und jetzt können wir nämlich sagen, ich kann mir da mit... So, hier kann ich jetzt aus... Nee, Quatsch. Bearbeiten. E. Wände. Wände. Holzwand. Ne? E. Wände. Holzwand. Hier machen wir ein Fenster zum Markt raus. Das ist ja auch richtig. Also wieder E. Wände. Ja, ich will das aber mit Fenster haben, ne, eigentlich. Moment, zurück. Wände mit Fenster. Ah, okay. Aus Holzstämmen, okay. Wir kontrollieren das hinterher sowieso alles nochmal. E. Wand aus Holz. E. Wand aus Holz. E. Wand aus Holz. Und hier haben wir sowieso schon... Flechtwand. Nee, das ist falsch. Wände aus Holz. Aber mit Fenster. Holzwand mit Fenster, Holzwand, Holzwand, Flechtwand mit Tür. Das ist falsch. Wände mit Tür. Ah, okay, alles klar. Holzwand mit Tür. Ah, so funktioniert's. Okay. Also, zack. Wände mit Fenster. Holzwand mit Fenster. Jetzt müsste es alles stimmen. Hier oben kommt natürlich auch dann Holz rein. Und hier kommt auch Holz rein. Und das Dach. Machen wir das aus Riete oder machen wir es aus Brettern? Holzdach. Wir können ja mal ein Holzdach machen, oder? Wollen wir es mal probieren?
Oder wir machen es nochmal aus Ried. Wir machen es aus Ried. Wir lassen es aus Ried. Dann ist ja alles perfekto jetzt. Okay, können wir direkt anfangen. Müssen natürlich gleich noch Stämme nachholen. Weil die brauchen wir ordentlich. Vielleicht brauchen wir irgendwann auch einen zweiten Holzfäller. Ob daneben gehauen. Stämme holen. So, und dann können wir uns nämlich dann im Sommer noch Leute einstellen. Fürs Feld. Und für die Küche. Ich will nämlich auch eine Küche bauen. Unbedingt. Damit wir das automatisieren können. Und eine Schmiede. Oh Gott, es ist so viel. Okay, warte. Zack, Material. Holzstämme. Quatsch, Material ist doch hier. Holzstamm. Da können wir wieder nur so 14 Stück tragen. Wahrscheinlich auch ein paar mehr, ne? Wahrscheinlich kann ich ein bisschen mehr ertragen sogar noch. Und guck mal, die ist jetzt schon am... Da gehen wir gleich mal rüber, sobald wir das Haus fertig haben. Sobald wir das Haus fertig haben, gehen wir mal rüber zu unserer Bäuerin. Die ist nämlich da fleißig am Säen. Und das ist ja auch richtig. Das ist ja auch richtig. Und vielleicht sollten wir die schon mal dazu verdonnern, noch das nächste Feld anzulegen. Oder, ja. Nicht möglich, keine Rohstoffe. Okay, wir brauchen noch mehr Stämme. Ob ich 20 Stämme tragen kann? Gott, ich bin total außer Puste. Ob ich 20 Stämme tragen kann? Material? Bretter haben wir jetzt 17. Na, das ist gut, es wird langsam mehr. Stämme? Naja, gut. 20. Ich versuch's mal. Ja, ist ein bisschen schwer. Ist ein bisschen schwer. So geht's ein bisschen schneller. So kann man schneller rennen, wenn man Seite und... das ist aber nicht so schön. Also wenn man so schräg läuft, sozusagen. Hier so... Dann kann man ein bisschen schneller rennen. Eigentlich hätte ich zum See auch mehr Fenster hinmachen können. Auch, obwohl, ein Fenster haben sie da. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit der Isolierung ist. Wenn wir hier Fenster reinballern, kann es nämlich sein, hier kommen an den Seiten kommen keine Fenster rein, da oben. So, fertig. Dann brauchen wir eigentlich nur noch Stroh, ne? Da können wir gleich zur Tante rübergehen. da kommt immer ein Holzstamm rein, okay. Wir brauchen also noch drei Holzstämme und Stroh. Wir brauchen noch drei Holzstämme. So, kann man noch mit den Pfeiltasten machen. Also 1, 2, 3. 3 bestätigen. Und Stroh. Stroh, Roggen. Den Roggen muss sie unbedingt noch dreschen. Die Tante. Haben wir kein Stroh? Wir haben ein Stroh. Okay, wir müssen Stroh pflücken. Und du machst Becher, ne? Du machst Becher, das ist gut. Brauchst bestimmt noch ein Messer, ne? Oh wei. Mal gucken, wie weit sie ist. Die, die keinen Namen hat. Müssen wir gleich mal gucken, wie die heißt überhaupt. Hier liegen noch Steine auf dem Feld. Die sammelt man auch mal weg, wenn man Zeit hat, ne? Kann man auch mal die Steine vom Feld sammeln. Und hier... Oh ja, hier, die ist am Hacken. Die ist am Hacken. Und wenn du das nicht schaffst, dann helfe ich dir auch mit. Dann pflanze ich nämlich Kohl. Aber vielleicht schaffst du das ja auch noch heute. Wie spät haben wir es denn? Moment, da muss ich auf Map gehen. Guck mal, es ist erst 14 Uhr. Das schaffst du. Du bist gut. Was denn jetzt? Ach, jetzt sieht sie gleich aus. Ach, die hat jetzt wirklich nur die entsprechende Zahl an Feldern. Ah, das ist ja gut. Du bist ja richtig schlau. Dobrovoja. Du bist eine schlaue Frau. Muss man schon sagen. Also, na, ihr wisst schon, wie ich es meine. Hier, die Möhren müssen erst noch wachsen. Möhren brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Aber die macht das schon, die Dobro. Die macht das schon. In der Zeit sammle ich hier mal ein bisschen Ried. Kann ja auch was tun, ne? Muss ja nicht hier rumoxidieren. Jetzt die Frage, was bauen wir als nächstes? Bauen wir erst eine Schmiede oder erst eine Küche? Wir haben ja eigentlich noch gar nicht so viel, was gekocht werden muss, ne? Vielleicht wäre es sinnvoller, erst, ich mache hier mal ein bisschen frei, ne? Erst eine Küche zu machen. Erst eine Schmiede. In der Schmiede werden so Sachen wie die Hämmer, die Schaufeln, alles, was so gebraucht wird, wird da hergestellt. Die Verbrauchsgegenstände, die Werkzeuge sozusagen. Dafür braucht man eine Schmiede.
Und die Küche, ja, ich könnte mich auch noch hinstellen, das ganze Fleisch selbst durchbraten heute Nacht. Das würde ich sogar machen. Also das würde ich sogar, ja. Das würde ich machen. Gott, wie viel Stroh brauchen wir denn? So viel brauchen wir gar nicht, ne? So, das soll gleich reichen. Das nehme ich noch weg hier. Das auch noch, das noch. Ach, die Dobro. Dobro hört sich an wie so ein Traktor, ne? Passt ja auch. Der neue Dobro. Ja, ich weiß. Stämme haben wir ja genug. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hinkommen mit dem Stroh und müssten das decken können. Das Problem hier bei diesen Rieddächern ist ja hauptsächlich... Oh, passt ganz schön was rein. Aber wir hatten eben 64er Stack, habt ihr gesehen. Ach ja, alte Zeiten. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, die Strohdächer, die halten natürlich nicht so lange. Und die machen die Leute natürlich auch nicht so glücklich, ne? Weil im Stroh, da sitzen immer die dicken, fetten Spinnen drinne. Und wenn es mal ganz stark regnet, dann regnet es auch mal durch das Ried, ne? Das ist nicht so schön, wie so ein Holzdach. Aber, Leute, das können wir später noch nachrüsten. Dafür haben sie aber Stämme und das ist fast so gut wie Steine. Und ich finde einfach Holzhäuser total schön und passend gerade auch. Bauaufgabe abgeschlossen, kleines Häuschen. Jetzt halt die Frage, jetzt haben wir hier halt zwei Häuschen. Das nächste gehen wir dann hier hin. Haben wir eine Schaufel dabei? Inventar? Ja, haben wir. Haben wir die auch irgendwo hingelegt? Nein, auf die vier. Machen wir doch so. Kann ich nämlich hier die Dinger noch ausgraben. Den Stumpf. Hier ist noch ein Stumpf. Weil sonst können wir hier gar nichts hinbauen. Das war nichts. Da, ein Stumpf. Hier die ganzen Stümpfe. Obwohl das hier, warte mal. Den können wir theoretisch sogar stehen lassen. Na? Wenn hier der Dorfplatz hinkommt... Dann sollten wir hier vielleicht dann die Schenke hinbauen. Weil wir haben ja hier hinter jetzt noch genug Platz am Ufer. Ja, gerade so, ne? Das heißt, wir müssen noch ein Gebäude im Grunde hier hinstellen. Wie groß ist denn die Schmiede überhaupt? Warte mal. Wenn ich jetzt sage... Warte, das ist jetzt Lager... Dienstleistung... Produktion. Die Werkstatt, die haben wir ja schon. Die Küche. Die Werkstatt. Die Schmiede. Oh, so groß ist die. Okay. Und die Schmiede direkt hier nebenballern. Hier die Schmiede hin. Vielleicht so ein bisschen, dass es so ein bisschen rumgeht. Brauche ja nicht viel Platz dazwischen lassen, ne? Hier so die Schmiede hin, was meint ihr? So. Da haben wir hier zwei Wohnhäuser, dann die Schmiede. Und dann kann der Weg hier so über den Platz gehen. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Mal den Hammer auswählen. Okay, hier keine Flechtwand, da will ich aber keine Flechtwand, da will ich eine... das kann man nicht auswählen. Okay. Dann brauchen wir Stöcker. Stöcker und Holzstämme. Okay, brauchen wir. Stöcker und Holzstämme für die Schmiede. Und dann die Schmiede und die Küche, ne? Brauchen wir auf jeden Fall. Also, Materialien am besten. Bretter brauchen wir nicht. Holzstämme brauchen wir vielleicht so... Ja, vielleicht so 10 Stück. Und Stöcker brauchen wir alle, die da sind. Wir brauchen viel mehr Stöcker. Mist. Wegen der Flechtwand, ne? Man kann bei den Gebäuden... Also die Schmiede 1 zum Beispiel, die hat Flechtwände. Die Schmiede 2 hat dann Holzwände und die Schmiede 3 hat dann Steinwände. So ist das hier geregelt. Dann kann hier der Schmied schön am Dorfplatz arbeiten. Das ist doch gut. Weil das ist ja auch das Erste, was der Reisende sieht, wenn er hierher kommt. Ich bin schon total außer Atem. Okay, wir haben noch Stöcker, wir haben noch Holzstämme. Alles ist gut. Das heißt, wir brauchen einen Schmied, also jemand, der gut ist in Herstellung. Und wir brauchen... Oh Mann,
Ich bin völlig außer Atem. Kurz ausruhen. Und ich muss noch was essen. Jetzt einmal Essenszeit. Jetzt müssen wir mal was essen. Ich bin total am Verdursten auch. Trinken. Hier schön, wie es sich gehört, aus dem Bach. Ich glaube, die ist schon fertig, ne? Ist sie schon fertig? Guck mal, Kohl. Da hat sie den ganzen Kohl angepflanzt. Oh, die ist so fleißig, die Dobro. Da können wir noch viel mehr Arbeit zuweisen eigentlich. Ja, ich bin hungrig, ich weiß. Hab mal gucken, ob meine Frau mir was Schönes gekocht hat. Aber die ist wahrscheinlich am Arbeiten. Ja, das sieht schlecht aus. Da hat sie nur Tränke und meine Handschuhe. Hm. Dann gehe ich halt ins Nahrungsmittellager. Was gibt's denn noch Schönes? Wasser haben wir ohne Ende. Fleisch. Oh, wir müssen das ganze Fleisch durchbraten, ne? Ich nehme jetzt erstmal, weil wir haben Kohlsuppe, haben wir nicht mehr viel. Oh wei, das wird ganz schön eng. Ein Trocken, zwei, 7 Zwiebeln. Pass auf, ich nehme mir mal hier die 6 gebratene Fleisch. Verhungern tun wir nicht. Na, wir brauchen unbedingt eine Küche auch. Dass der das ganze Fleisch durchbrät. Die Küche. Lebensmittel. Gebratenes Fleisch. Das war ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich mache heute Abend noch Fleisch. Okay. Was brauchten wir noch? Wir müssen die noch fertig bauen, die Schmiede, ne? Und ein Brunnen muss hier auch hin. Ah, verdammt. So. Irgendwas hat auch noch gefehlt, ne? Nö, das ist alles gut. Nur das Dach drauf. Alles klar, Rieddach. Stroh und Stöcker brauchen wir. Ah, haben wir doch da. Stroh, gut, habe ich mitgenommen für 2 Projekte. Das war gut. Das war ein guter Move. Das habe ich gut hingekriegt. Hat mal was geklappt. Einfach mal so. Muss ja auch mal sein. So, da haben wir die Schmiede. Da haben wir natürlich momentan keinen, der da arbeiten kann. So, Schmiede ist fertig. Bauarbeiten abgeschlossen. Schmiede. Die Schmiede 1. Da ist... Oh, guck mal. Oh, guck mal. Wir haben hier eine Esse. Hier können wir alles Mögliche einschmelzen. Wir haben hier eine Werkbank. Und hier können wir das alles bauen. Schmiedewerkzeuge... Holz, Steinwaffen. Hier können wir zum Beispiel auch die Pfeile bauen. Oh, das müssten wir mal machen. Wir brauchen nur Federn. Nee, wir brauchen Stöcker. Stöcker haben wir auch nicht. Aber das wird doch schön. Hier ist dann die Schmiede. Hier sind so die Häuser. Hier zwischen geht es vielleicht auch nochmal durch. Dann zu den anderen Häusern, die dann hier vorne stehen. Die Fischerhütten, ne? Hier stehen ja dann die Fischerhütten. Hier am See, ne? Hier entlang. Ich hoffe, das passt. Da könnten wir die Küche... Naja, gut. Die Küche könnten wir eigentlich neben mein Haus machen, ne? Die könnte eigentlich neben mein Haus hin. Dass die Küche hier so hinkommt. Wo das alte Feld ist. Können wir das eigentlich abreißen? Ach, da ist ja auch... Ach, jetzt hat die hier auch Kohl angesät. Hier ist ja auch Kohl. Hat die jetzt hier... Sag mal, hast du hier Kohl angesät? Ich wollte hier eine Küche hinbauen. Du kannst doch hier nicht mitten im Dorf einfach Kohl ansehen. Feierabend. Die machen Feierabend oder was? Das gibt's doch wohl nicht. Ist so eine Unverschämtheit. Ach, Mann, Leute, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. Kann ich das tragen? Ja, gerade so. Also, Leute. Es ist Abend. Ist meine Frau schon zu Hause? Da ist ja noch was. Hallo, Schatzi. Guck mal, ich habe ganz, ganz viel Fleisch mitgebracht. How is life treating you? Oh, du siehst aus, als könntest du einen Happen vertragen. Ja, schön. Dankeschön. Hat sie mir etwas zu essen gegeben? See you soon. Ach, die Gute, ey. Die ist schwanger, wisst ihr? Arbeitet. Und eine Karotte. Hat sie mir gegeben, oder was? Das ist aber lieb. Eine Karotte. Und eine Speisemorchel. Oh, das ist aber nett. Die ist aber nett. Danke. Roberta, Mensch, Mädel.
Ich würde sagen, ich brate jetzt hier mal mein ganzes Fleisch durch. Und ihr könnt schon mal Feierabend machen. Wir haben den Kohl angepflanzt. Wir haben mehr Kohl angepflanzt, als wir brauchen. Wir haben... Was machst du so? Ja, hier kommt der Dorfplatz hin. Das mit dem Feld ist blöd gelaufen. Das kommt dann aber weg. Suligost. How can I help you? Hast du in letzter Zeit etwas in Hornika? Angeblich soll jemand deine Hilfe brauchen können. In Hornika? Ah ja. Du, ich bin total pleite. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Aber alles wird gut. Ja, du auch. Wir brauchen auch noch Leute, die hier arbeiten. Ja, dann gehe ich mal nach Hause, ne? Wir brauchen einen Schmied. Auf jeden Fall brauchen wir einen Schmied. Naja, das wird ja lustig. Gut, Leute. Ich sage von dieser Stelle, liebe Leute, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ich brate jetzt hier das ganze Fleisch durch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.